Gleich hinterm Hygienemuseum ist die ehemalige Robotronka-Stätte. Nach der Wende war ich dann noch ein paar Jahre Disco. Früher hat man sich immer nach der Mai-Demo hier getroffen mit ein paar Leuten und gemütlich ein Bier gezischt. Ja, und hier oben auf dem Rathausturm, für den Rathausmann, hat der gleiche Typ Modell gestanden, ich weiß leider jetzt den Namen nicht, der auch für den Ballwerfer am Hygienemuseum Modell gestanden hat. War so am Anfang 1910 oder so circa 1910 bis 20, glaube ich. Eine Trümmerfrau. Das Denkmal ist den Frauen Dresdens gewidmet, die in schwerer Zeit mit der Arbeit ihrer Hände den Grundstein zum Wiederaufbau der zerstörten Stadt legten. Ja, und hier sehen wir auch ein Loch, was ein Bombensplitter in die Skulptur geschlagen hat. Wenn man dem Eselsreiter die Zehe anfasst, bringt das Glück. Daher ist sie auch so golden. Hinterm Gewandhaus ist der Dinglinger Brunnen. Er wurde in der Bombennacht mit zerstört. Man hat aber die Trümmer sichergestellt und er wurde 1961 wieder aufgebaut. Die letzten Trümmer wurden 1949 erst gefunden. Als Kind habe ich immer gerne den Sprudler zugehalten. Da kam ich aus den anderen Löchern dann halt stärker rausgelaufen. Da und hier haben wir gleich einen Cache.
den ich mir noch nie geholt habe. Und ich habe ihn jetzt gerade schon gesehen. Und gesichert. Jetzt gehe ich hier bloß mal um die Ecke, fülle das Logbuch aus. Glücklicherweise nie allzu viel los im Biergarten, daher könnte ich den in Ruhe locken. Was haben sie hier veröffentlicht? Namen und Daten von. Ach, das sind alles irgendwelche Flüchtlinge wahrscheinlich, die hier irgendwo tot sind. Daher haben sie alle möglichen Flüchtlinge aufgelistet, die an Europas Grenzen getötet gekommen sind, wobei viele Selbstmord gemacht haben. In dem Kasten ist wahrscheinlich die Uhr. Da sieht man ein Sicherungsblatt von hinten. Leider kann man hier nie rein. Das Kraftwerk in unserer Brücke. Und Blick auf den Altmarkt, wo wir schon wieder irgendwas bauen. Ja, von dem Dresdner Schloss. Und jetzt so etwas rechts im Bild die Nietzsche. Alte Zigarettenfabrik. Sie hatten so Marken hergestellt wie Salem Gold oder so. Und so einen orientalischen Namen. Daher haben sie den Bau wie so eine Moschee gebaut.
Ja, und der eigentliche Grund, warum ich heute hier bin, heute ist großes Straßenbahnfest. Seit 150 Jahren Straßenbahn in Dresden. Und hinter mir steht ein Hecht. Also sagen wir Hecht, ab 31 Termine von mir eingesetzt, da gab es mal 33 Stück. Da gab es 8 Kriegsgerüsten, wo 2 als Ersatzteil nachgebaut und angefangen worden, Kästen. Und beim Kleinhecht wurden die Kriegsgerüsten größer, weil die Kommunalreporte vorwiegend eingesetzt wurden als Umstandsgebiet. Da haben die Bossen davon mehr Geld eingesetzt. Das große Hecht, dann stimmen wir zu kleinen Bieler. Deswegen wird das Verlustkräftig geringer. Ja. Bis Anfang der 70er Jahre, also 72, waren Termineinsatz. Der große Hecht musste dann vor allen Dingen auch ausgesondert werden, aus den Beiwagen. Ja, da hat es keine Türen. Als Fahrer sehen sie nur ihre erste Tür. Also das heißt, es müsste immer ein Schaffner im Dorf sein. Und es waren keine schönen Arbeitsbedingungen, weil damals auch die Winter noch härter waren. Ja, die musste ihre Kopfleinstecken abbringen, dann ging das los. Das war der Grund, weswegen es psychisch ging. Das wären sie vielleicht noch 2-3 Jahre gelaufen. Meistens war das Fahrzeug war. Beim Kleinhecht war das Problem, es sind zwar jünger gewesen, aber es konnten nur in einem Beiwagen fahren. Da hat also auch keine große Fahrgastkapazität. Sehen konnten wir das, indem wir den Spiegel ausfahren konnten. Und das wollen wir mal sehen, wie hoch wir von das Ganze abgeben. Da brauchen wir keinen Schaffner mehr. Und das Fahrzeug hat überlebt, aus dem Grund heraus auch, weil das die Tatterwagen dann kamen, Ende der 60er Jahre, fuhren die auch zuerst auf der 7 mit. Ne? Aber die Beiwagen kamen später. Und da war es eng mit dem Platz für Mütter mit Kinderwagen. Der Platz vom hinten nur 2 drauf. Und da in Plötzchen, wo die Flugzeugwerft ist, da vielen Kindereinrichtungen und auch Arbeitsplätze waren, hatten die nur diesem Kinderproblem, 2 Kinder. Da wurden hier mit Beiwagen der Besitzer ausgebaut. Und da wurde als Sandmensch Express deklariert. Nur 100 Tweet, 2 mal hoch, 2 aus dem Haus, 2 mal runter. So war das Fahrzeug erstmal gewendet. Dann ging das sehr schnell, dass man sich in Dresden, insbesondere ja praktisch, dass man erkannt hat, welchen Wert sie historischen Fahrzeuge haben. Das ging ja los mit der 309 vorne. Der wurde ja vom Film gebraucht, ne, und da wurde der Bundstock gelegt. Das hat sich in der ordentlichen Liebzeit erfreut, dass sich das dann letztendlich durchgesetzt hat. Dann hat man bewusst, jetzt kommen wir jetzt 18 Jahre vom Lowatsch und stehen sie so. Und wir als Verein, wir bemühen uns, diese Zeugnisse zu erhalten. Ja, junge Leute, technisch versierte Leute, also die auch sowas bestandhalten können, also bitte okay, Technik. Ich bin Betriebsmann, jetzt euer Martin in der Familie, dann weiß ich, wo hinten auf der Freizeit soll. Ist besser als Kiffen oder Bär. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wenn Sie noch Fragen haben. Ich habe eine Frage. Ja. Was haben wir denn Höchstgeschwindigkeit erreicht hier? Am besten habe ich es nicht. Also wenn es lange gerade ausgeht, wird das leichter, wo wir noch schneller durch schlecht. Und stiller. Ja, das ist schlecht. Ja, man sieht.
konnte man 1, 2, 3 Fahrkarten ziehen und da war noch zu sehen, wer vorher bezahlt hat. Und da gibt es also zwei verschiedene Zusatzstrecken. Eine für weit rechts und eine für weit links. Und was machen wir, wenn wir am Anfang losstehen und wollen ausfahren? Da sieht man eine Federsequenz rechts und links und der Mitte erhält der Willkolle aus. Hallo!
Ja, man kann mitfahren, aber da hätte man sich schon lange vorher anstellen müssen. Aber ich denke, von der Seite filmen macht sich eh besser als mitzufahren. Und hier ist übrigens das grüne Gewölbe, wo sie eingebrochen haben. Thank you.